So, Michael und Johannes, herzlichen Glückwunsch zu eurem Erfolg. Dankeschön. Wie fandet ihr das Spiel? Ja, also zunächst mal sind wir sehr zufrieden, dass wir das gewinnen konnten. Wir wussten im Vorfeld, dass es ein schweres Spiel wird. Die beiden Hongkong-Chinesen haben vor 2-3 Wochen, vor 6-8 Wochen in Frankreich gegen Peter Käsbauer und Joshua gewonnen. Von daher wussten wir, dass es ein schweres Spiel wird und dementsprechend sind wir jetzt glücklich und zufrieden, dass wir es gewonnen haben. Habt ihr euch die Leistungen und die Spielweise eurer Gegner im Vorhinein angeschaut? Ja, wir haben die zwei kommen aus der Quali und haben dann gestern schon zwei Spiele gemacht. Der Jakob hat die Spiele aufgenommen und hat sie genauestens analysiert. Wir haben dann eigentlich nur kurz in die Videos reingeguckt, aber ja, unser Coach war bestens vorbereitet und so wussten wir, was uns erwartet. Johannes, man hat gesehen, dass du dich im Vorfeld schon an deinem Knie verletzt hast. Hat das irgendwie Einfluss auf dich genommen? Nee, überhaupt nicht. Ich blute da ein bisschen, ist noch eine kleine Wunde. Ich bin da irgendwann im Training mal draufgefallen, dann gestern in meinem Mixed auch wieder und jetzt eben auch wieder. Für mich eigentlich sehr untypisch, dass ich mich nach Plänen hechte. Diesmal hat es einmal erfolgreich geklappt in einer ganz wichtigen Phase. Also ich nehme die Verletzung gerne in Kauf. Wird aber keine Konsequenzen auf den weiteren Turnierverlauf für dich haben? Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, es ist nur eine ganz kleine Wunde und blutet ein bisschen. Ja. Okay. Für die nächste Runde könntet ihr auf die an 8 Besetzten aus Malaysia treffen. Seid ihr zuversichtlich, es gewinnen zu können? Ja, ich denke, wir haben jetzt ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir sind jetzt gut ins Turnier gestartet. Die Malaien haben auf jeden Fall den Druck hier. Wir können befreit aufspielen und werden auf jeden Fall alles geben und mit Spaß an die Sache rangehen. Und dann schauen wir mal, was geht. Alles klar, danke fürs Interview und viel Erfolg für den weiteren Turnierverlauf. Dankeschön. Alright, thank you.